So, Sportsfreunde, Sportsfreundin, einen wunderschönen guten Abend hier aus meinem fantastischen Hotelzimmer in, wo sind wir? In Stavanger, Norwegen. Kann man mich hören? Kann man mich verstehen? Ich habe hier so ein fancy, na nicht so fancy, wirklich sind Headset mit Mikrofon. Ich habe keine Ahnung, wie der Ton ist. Geht das einigermaßen? Ich rede auch ein bisschen nasal, ich bin ein bisschen erkältet, wie man es so macht. Was ist los bei euch? Geht einigermaßen ein Traum. Sorry für die leicht überbelichtete Show. Aber it is what it is. Ich hoffe, das Hotel WLAN macht hier mit. Ist eher ein kleiner Test, um zu gucken, ob ich von hier streamen kann oder nicht. Scheint einigermaßen zu funktionieren. Das ist schon mal Good News. Was habe ich zu berichten? Ich bin in Stavanger beim Norway Chess Turnier. Hier mit einigen Größen der Schachwelt. Ich kommentiere auf Englisch auf Chess24. Heute war das Blitzturnier. Also Location ist schick. Ist irgend so ein Bankgebäude in Downtown Stavanger. Klingt erstmal nicht so schick, aber sehr skandinavisch. So viel Holz, sehr. Ich weiß nicht. Ist sehr schön. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden. Ich habe irgend so einen Pass. Ey, gib gleich Subs hier, ein Traum. Danke, du der Batman. Aber ich kann meinen Pass nicht finden. Passt auf. Kann ich das Zimmer zeigen? Ich weiß nicht, wie weit ich mich bewegen kann. Da steht sehr verwirrend ein extra Bett. Ich weiß nicht, wofür es ist. Hier, warum dieses Bett? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ich habe keine Lösung gefunden bisher. Also Zimmer ist okay. Es gibt nur kein Fenster, was man öffnen kann. Das macht mich nervös. Ich vermute, das ist so Ami-Style-mäßig, damit irgendwie keiner rausspringen kann oder ich weiß nicht was. Aber es verwirrt mich. Man kann ein Fenster so ein bisschen kippen. Es macht mich nervös. Falls man nachts wechseln will für die Fernseher, das kann sein, das kann sein. Momokiller008, danke für den Sub. Norwegische Türgriffe sind echt strange. Ja, der macht mich auch nervös. Sieht irgendwie falsch aus, ne? Also ich sitze hier zwischen Tür und Tür an dem norwegischen Schreibtisch hier. Aber was wir loben müssen, Technik scheint zu laufen. Weil Bett ist für den Ma Typ, der in der Nacht aus dem Schrank kommt. Ne, der Schrank ist so klein, da sind schon meine Klamotten drin. Da kann sich keiner so verstecken, habe ich schon abgecheckt. Ähnelt einem Raum für Serienkiller. Ja, weiß ich nicht. Was haben Serienkiller typischer, werden für die Räume gebaut? Wie kann ich mir einen Raum für Serienkiller genau vorstellen? Das sind kleine Typen nur. Für Rustam? Nee, Rustam würde sein eigenes Zimmer kriegen. Rustam hat Connections. Peter Heiner stand vorhin unten an der Rezeption und sein Zimmer war schon vergeben. Ich habe ihm großherzig, wie ich bin, hier mein extra Klappbett angeboten. Aber der feine Herr wollte wieder nicht. Naja, wer nicht will, der hat schon, sage ich. Was ist ein Jan-on-Tour-Stream? Ja, es ist noch nicht so Hightech. Ich habe noch keine vernünftige Gaming-Beleuchtung. Aber wir testen. Ich wollte erstmal dieses komische Headset testen. Ob damit der Ton einigermaßen erträglich ist. Weil ich auch meinen fantastischen Podcast von hier aus aufnehmen kann. Scheint einigermaßen zu gehen, sagt ihr, ne? Wie nennt man einen skandinavischen Serienkiller? Weiß ich nicht. Ich habe hier der Kastanienmann gesehen. War sehr gruselig. Kanzler hat nicht zu Ende geguckt. Noch irgendwelche Überraschungen heute. Wesley hat gewonnen. Aber es geht ja hauptsächlich darum, bei diesem Blitzturnier, heute war es Blitzturnier, auszuloten, weil es ein 10-Spieler-Turnier sind, 9 Runden, wer 5-mal weiß kriegt und wer 5-mal schwarz. Also das primäre Ziel war wahrscheinlich, unter die ersten 5 zu kommen. Ich habe schon mal vergessen, wer unter den ersten 5 ist. Magnus? Magnus war auf jeden Fall am Start. Giri? Anderen weiß ich nicht mehr. Der war noch oben dabei. Arnand, glaube ich. Einmal danke für den Sub. Jetzt erzählt er ein bisschen Peter Orban. Vibes, wer ist Peter Orban? In Real Life Stream. Mit Smartphone vom Flughafen. Ja, ich muss hier ein bisschen Ronny Berger Streams gucken, um vom Meister zu lernen, wie man das macht. Kopfmusik hat RRR geguckt. Ja, bester Film. Alle RRR gucken, Chat. Ich habe gestern, oder ne, vorgestern,
mit meiner Frau Licorice Pizza geguckt. War sehr gehypt, wurde mir auch sehr empfohlen. Der relativ neue Paul Thomas Anderson Film ist auf Prime. Ey, wahrscheinlich habe ich die Kunst nicht verstanden. Aber ich fand es sehr langweilig. Also es ist bestimmt ein authentisches Porträt vom San Fernando Valley in den 70ern. Und die Hauptdarstellerin hier aus der Rockband Haim, die wäre auch, hat gute Screenpräsenz, weil der Film folgt irgendwie die ganze Zeit diesem 15-jährigen Typen und dessen Geschäftsideen. Also ist kompliziert. Und irgendwie 3 Stunden lang geht es um, nee, 1 Stunde lang geht es um die Waterbed-Story. Also ich habe mich ein bisschen gelangweilt, gerade so im Mittelteil. Die Cameos sind ganz lustig, Bradley Cooper ist lustig und Sean Penn und so. Aber mich hat nicht so abgeholt. Es war sehr schwer. Nadine, noch wach, einen wunderschönen guten Abend. Wir sitzen hier im fernen Stavanger in einem mysteriös bebetteten Hotelzimmer in Norwegen und testen die Situation. Ich glaube, heute wäre kein langer Stream, weil ich auch müde bin. Ich wollte nur checken, ob es geht. Und wenn es geht, die Runde geht immer um 17 Uhr los, kann ich vielleicht ab und zu mal hier einen Daystream machen. Ich habe eine technische Frage, weil ich ja sehr dumm bin. Ich habe 2 Laptops dabei. Hightech. Aber eigentlich brauche ich den anderen Laptop, oder es wäre gut, wenn ich den anderen Laptop nur als Monitor für meinen Hauptlaptop nutzen könnte. Ich könnte die beiden mit einem HDMI-Kabel verbinden, aber kann ich dem Main-Laptop sagen, dass der zweite Laptop nur als Monitor dienen soll? Bin ich nicht schlau genug für. Geht das? Sonst muss ich mir noch irgendwo einen Monitor klauen, aber das wäre anstrengend. Funktioniert nicht so einfach, ne? Das wäre praktisch, dann könnte ich hier Schach spielen auf dem anderen Monitor oder so. Geht nicht, ne? Jetzt habe ich Chat auf dem anderen Monitor, ist ja auch fein. Hängt vom Laptop ab, aber nur als, auch als externer Bildschirm funktioniert. Okay, verstehe, verstehe. Ich glaube, der will nicht. Wurde auch nicht erkannt, wenn ich ihn hier mit HDMI festgeschnallt habe. Was soll man machen? So, was machen wir? Was gibt es Neues in der Welt draußen? Wir können versuchen, ein bisschen Schach zu spielen hier auf einem einen Monitor. Wäre ein Spaß für die ganze Familie. Erstmal nur ein Testchat, noch nicht böse werden. Wir gucken erstmal, ob es funktioniert. Hier. Kann man mich hören? Kann man mich halbwegs sehen? Und noch wichtiger, kann man das Schachbrett sehen? Ich glaube so halb, oder? Hier, ich mache einen Schachzug gegen Peter Bollwerk. Peter Bollwerk macht auch einen Schachzug. Newt ist gelogen, oder? Bitte nicht lügen. Wir testen doch hier nur. Space Desk heißt das Programm. Erst gucke ich mir gleich an. Danke für den Tipp. Hier muss man auch mal passiv spielen können. Springer B nach D2. Oh, Peter Bollwerk pre-moved hier in der 10-Minuten-Partie. Musst du doch nicht pre-moven, Peter. Überleg doch kurz an der Zeit. Läufer raus. Was gab es bisher so Leckeres zu essen in Norwegen? Ich habe mich noch nicht groß kulinarisch hier orientiert. Ich bin hier im Hotel, wo wir, ich glaube, Frühstück kriegen und Abendessen nach meinen Berechnungen. Ich glaube, da gibt es hier für Schachmenschen jeden Abend die Wahl zwischen Fisch, Fleisch, vegetarisch. Ich habe bisher zweimal Fleisch gegessen. Meine Quellen sagen mir, meine Anishgiri-Quellen, dass hier vegetarisch die beste Wahl sein soll. Morgen probieren wir vegetarisch. Also, kann nicht meckern. Es ist reichhaltige Portionen an gesundem Essen. Und frisch war auch sehr gut. Aber sonst habe ich noch keine großen kulinarischen Experimente gemacht hier in Stavanger City. Gestern Abend angekommen. Nachts natürlich Basketball geguckt, Profi, der ich bin. Heiße Kirsche hier, die Celtics. War wieder spannend. So, jetzt muss ich, glaube ich, die Positionshose hier einmal anziehen. Läufer nach B5. Hier, fesselt. Er muss Läufer nach D7 spielen. Und jetzt könnte ich, wenn ich denn wollte, die Struktur ändern mit Bau nach D5. Ist das gut? Ist, glaube ich, nicht so gut, wie ich dachte, aber ich mache es trotzdem. Konsequent.
Grundsätzlich will man die Weißflächenläufer tauschen in dieser Struktur, weil das ein bisschen Schwächen hier hinterlässt und ein potenzieller schwarzer Königsangriff nicht mehr so stark ist. Meine Figurenstellung ist auch ein bisschen awkward für die Situation. Also weiß ich nicht, ob ich hier so viel erreicht habe, aber sieht halbwegs spielbar aus. Sprenger steht dumm, muss ich irgendwie umgruppieren. Vielleicht da lang. Sprenger C5, ich könnte jetzt B4 spielen. Wahrscheinlich Sprenger D3, stört mich das? Ich glaube, ich ein bisschen stört es mich, aber nicht doll. Ich könnte auch irgendwie damit C2 spielen, dann kommt A5 und dann mein Sprengermanöver machen. Ha. Ach ne, komm hier, wir gehen vor. Nein, der Sprenger hat den Turm angegriffen. Okay, läuft bei mir Chat. Eieiei. Ich habe die ganze Zeit überlegt, so Sprenger D3 habe ich irgendwie einen Zug, der nicht nervig ist, um diesen Bauern gedeckt zu halten. Der ist dieser Springer, von da aus den Turm schlagen kann. Naja, hätte man sehen können am guten Tag. Okay, müssen wir durch jetzt. A5. Eieiei. Peter Bollwerk. Naja, noch. Wobei es schon ziemlich viel verloren, wenn ich würde sagen, noch ist nichts verloren, weil die Stellung ist schon sehr verloren. Schleunigst diesen Springer hier irgendwo anders hinkriegen. Das wird nicht leicht, ja. Ich wollte gerade sagen, sonst kann ich Läufer H6. Der wird seinen schlechten Läufer auch noch los. Das sieht nicht gut aus. Prefect 81, danke für den Sub. So, ich spiele nochmal den Ton-Settings. So besser. Sprach H5. Erstellung leider nicht besser geworden. Ach ja. Ist echt ziemlich hoffnungslos. Jetzt soll ich ihm die Entscheidung überlassen, ob er Springer F4 spielt oder erst den Läufer tauscht. Scooter, danke für den Sub. Ja, Chat, besser will der Ton nicht werden. Also, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Aber ich glaube, it is what it is. Ich kann noch ein bisschen dran rumspielen. Ich vermute, das sind die Quellen, die wir hier haben. Erstellung wird nicht besser. Also versuche ich hier Verwirrung zu stiften. Aber hauptsächlich verwehre ich glaube ich mich selber. Wenn man sich einzügig Türme schlagen lässt, ist Schach ein schweres Spiel. Peter Bollwerk verbraucht auch keinerlei Zeit. Hat einfach Druck. Solange das Schach gut ist, macht der Ton nicht so viel. Na, das wird nichts werden. Das größte Problem, was ich habe, ehrlich gesagt, ist mein Unterwegsstuhl. Dieser Unterwegsstuhl hier, boah, er ist nicht so gepolstert wie mein Nicht-Unterwegsstuhl. Ich reiß natürlich immer mit Stuhl, ist ja klar. Okay, Francesco schlägt. Wir schlagen auch. Ich glaube, dass er so ein königsindisch One-Trick-Pony ist und versucht hier mit F4 mich jetzt matt zu setzen. Was immer noch bei einer Gewinnstellung für ihn bleiben würde, aber trotzdem meine beste Chance wäre.
weitem Abstand. Alles andere, Sprenger F6 oder Sprenger F4 oder so, dann sieht er nicht so gut aus. Was ist los, Peter Bollwerk? Machst du jetzt mit Nachdenken? Den nimmt er weg. Kann man auch machen, aber... Ja, wahrscheinlich kein Aber, ne? Ist nur noch sehr schlecht. Na gut, das ist nichts. Den brauchen wir haben. Kann ich denn hier Peter tricksen? Das ist nicht leicht. Jetzt wird er mit seinem Springer ankommen. Springer F4. Turm T1. Dann Springer nach D3. Dann Dame C4. Dann hoffen wir das Beste. Peter, Alter! Ich werde hier nur ein paar Feierabendpartien möglichst hoch gewinnen. Und dann spuckst du mir in die Suppe, indem du einfach meinen Turm schlägst. Christian sagt, wann musst du morgen raus? 17 Uhr geht die Show los, also ich denke, 16 Uhr werde ich raus müssen. Muss noch duschen, frühstücken. Sherlock, danke für den Sub. Also ich glaube, ja, ich stelle lieber Wecker 15:45, um safe zu sein. Wird ein harter Tag. Blamlachs, wieso dieses Mal von vor Ort der Kommentar? Ich weiß nicht, ist doch schön, wenn man mal rauskommt, oder? Hier gab es die Chance, ins wilde Norwegen zu fahren. Hm. Christian sagt, das Leben, dein Leben möchte ich haben. Ja, ja, das, be careful what you wish for. In meinem Kopf ist es. Ist nicht schön in meinem Kopf. Du musst aber um 10 Uhr aufwachen. Oh, das ist ja unmenschlich, Christian. Um 10 Uhr morgens musst du aufstehen? Nein. Nee. 3XO6E, danke. Chillst du mit Magnus? Nee, ich bin ganz allein hier. Magnus sitzt nicht auf dem Gästebett, was da mysteriöserweise steht. Aber ich habe vorhin mit Magnus und Henrik Karlsen zusammen Peter Heine gemobbt. Also wir sind sinnvollen Beschäftigung nach. Aber man muss das natürlich navigieren hier beim Abendessen. Weil ich war auch längere Zeit am Anishkiri Erwin Lamy-Tisch. Und da muss man natürlich gucken. Dann bin ich rüber zum Magnus-Tisch, dass ich mich nicht überall unbeliebt mache, wenn ich zu sehr zwischen den Fraktionen springe. Also ich weiß nicht, ob ich mich da entscheiden muss oder ob ich das hier weiter dezent handle. Es ist nicht leicht. Aber ja, hier sind die Schachstars zum Anfassen. Also ich fasse aber mal alle an, weil ich es gar nicht glaube. Nein. Peter Heine und Anish waren in einem Raum und es leben noch alle. Das Fenster hier können wir ein bisschen schöner schnibbeln, ne? Kriegen wir es hin. So werden nur die schwarzen Figuren angezeigt, die weißen Figuren angezeigt. Das frustriert, weil mir so viele Türme fehlen. Dann lieber gar keine geschlagenen Figuren. So, Peter. Jetzt denkst du aber mal nach, oder was? Damit D6. Nee, dann tauschen wir mal nicht. Elvector. Peter spielt mal mein Gefühl nicht. Ich empfinde wieder ein bisschen Hoffnung. Stange ist nicht mehr so leicht hier zu ihm. Wenn ich den E4 auch noch kriege, habe ich gleich sogar genug Kompensation. Hm.
weg, oder? Spricht was dagegen? Nicht mehr weg. Das Läufer hier. Zurück in die Action. Da haben wir wieder am Start. Chat fragt, an welchem Tisch sitzt Jovanka? Ich glaube, Jovanka redet gerne mit Menschen. Die saß an einem Tisch, wo viele Leute waren hier so. Die Ausrichter, Technik-People. Wenn ich, natürlich, ich war früh beim Essen, an meinem kleinen Einzeltisch saß und dann so zwischen den Tischen gependelt bin. Ich bin ja großer Netzwerker. So, Turm nach A6. Plant hier zu schlagen. Wie reagiere ich darauf? Vielleicht verhindern, dass da geschlagen wird. Turm auf ein geschütztes Feld stellen. Und Springer schlägt D5. Eventuell habe ich dann einen dämonischen Trick. Da muss ich diese Strategie nochmal überdenken. Turm A6 gut gespielt von Peter. Muss man auch mal loben. Ich sehe leider wenig Tricks. Zu viele meiner Figuren hängen. Vielleicht muss ich den Läufer wegziehen, schweren Herzens. Turm D2 sprengt schlicht D5. Sah nicht gut aus für mich. Cookie Ray sagt, glaubst du das Ding langsam, was ich Herr Magnus Carlsens Platz einnehmen werde als Weltmeister? Ne, glaube ich nicht. Jetzt den Bauern angreifen. Probieren wir es. Wenn er Dame hier hin macht, kann ich hier wegnehmen mit Schach. Ich glaube, ich bin wieder im Geschäft. Er schlägt D5 ist vielleicht am besten. Das wird kompliziert. Also Springer schlägt hier. Wenn ich hier schlagen würde, Turm, Schlöge, das ist der Fachbegriff. Dame, Schlöge, Turm schlägt C6. Er macht gleich Turm schlägt C6. Okay. Stört mich das? Was hat er vor? DC, Dame, G5. Na, oh, stört mich das. G5 ist ja nicht matt. So, nur kann ich G3 spielen. Ah, er spielt Turm E6. Okay, jetzt. Sorry. Ungünstiger Zeitpunkt für einen Hustenanfall. Peter macht Druck hier. Oh, ich kann nicht sprechen. Bin sehr krank. Hier ist keine Klimaanlage, aber ich kann das Fenster auch nicht aufmachen. Es ist sehr schwer. So, kann ich den Baum wegnehmen? Na komm, gib mir mehr. Ich würde es erklären, Chatter, ich habe Sprechpech. Na, ich gehe erstmal weg. So, jetzt können wir ins Endspiel, Dame H4 Schach. Wo
Oder ich könnte gemeiner spielen, Läufer D2. Aber ich spiele gemeiner. Ich bin ja großmeisterlicher Taktik-Fuchs. Schachmatt, alter Mutter. War das aufregend. Ja, Peter, willst du Rematch? Artyomster, weiß ich, warum man mit Jarowzu damals Viertligisten Viernheim gegangen ist. Heißt ja Viernheim, wo sollen die spielen? Ich weiß nicht. Normalerweise. Christian sagt, was gibt's im Hotel zu trinken für dich? Ich habe tatsächlich nicht viel zu trinken. Also norwegisches Leitungswasser ist, glaube ich, super. Aber sonst habe ich hier noch keinerlei Reserven. Ich muss morgen früh mal shoppen gehen. Ich werde so für 37 Euro mir 2 Flaschen Wasser kaufen. Der kehrt ja aus in Norwegen. So, was hier los? Fidemeister Joprallo GM. Warte nur, bist du GM oder Fidemeister? Ja, Drunkstream mit Magnus ist eine gute Idee. Dame C2, was macht man so, ne? Ich schlage. So, einstudiert, Joprallo. Wir spielen das die coolen Kinder. Die coolen Kinder spielen so, glaube ich. Ich weiß nur leider nicht, wie es weitergeht. So vielleicht? Jagen den Läufer hier. Aber auf ihn auch kriegen. Was das Ganze soll. Fragen über Fragen. Wie viele Türme hat Jan am Ende? Wir werden sehen. Kanzler war kurz auf Klo. Ich war auch kurz auf Klo. Aber hab gewonnen nach kurzem Wassertrinktrip. D3. Kann er hier weitermachen, oder? Jagen wir den Läufer weiter, oder? Muss einmal kurz überlegen. Erst jagen, dann überlegen. Schlöge. Der Bauer zurückschlagen. Dann kann ich leider nicht mit dem Springer springen, weil er da mal vier Schach kommt. Also wahrscheinlich schlagen und Springer D7. Dann mal schauen. Wobei, nicht sicher. Das war vielleicht schon wieder dumm. Manchmal habe ich das dumm spielen. Ja, das sieht merkwürdig aus. Naja. Ist wie es ist. Er könnte E6 machen, aber den Schlag habe ich nicht so viel Angst vor. A3 nervt mich ein bisschen. Weiß ich nicht genau, was ich tun soll. Hier schlagen, dann schlägt die Dame. Dann stehen meine Figuren etwas komisch. Also vielleicht nichts Tragisches, aber dann droht E6. Weiß ich nicht genau. Lange Rochade, so aggressiv. Den Bauern wegnehmen. Nehmen wir erstmal, oder? Vielleicht soll ich kurz drüber nachdenken. Schlägt ein Schach C6. Sagen wir, Springer schlägt D5. Wie ist die Stellung? Auf ein D6. Sieht okay aus. Gleichspringer schlägt D5, kann ich mir da mal wegnehmen. Turm schlägt D5, Dame E7. Ach, wird schon werden. Dame A4 Schach. Der war nicht auf meiner, sollte ich kurz drüber nachdenken, Liste. Nicht besonders fair, Züge zu machen, über die ich gar nicht nachgedacht hatte. Aber musst du mit dir selber vereinbaren.
Na gut, jetzt muss ich ja wegnehmen, vermute ich. Dann schauen wir mal. Ach so, jetzt verstehe ich erst deinen dämonischen Plan. Die Dame schlägt zurück auf C3. Ach nee, immer spielen alle anderen Kinder schlau. Ah, okay, das ist tatsächlich unangenehm. Ich habe seinen brillanten Plan nicht verstanden. Kann ich irgendwie dagegen steuern? Kann ich auf 8 wählen, was bescheuert ist? Muss ich wahrscheinlich. Vorhin geht Dame A3 scheiße. Dann Dame D6. Turm schlägt D5. F6 gewesen. Ja, muss ich durch. Aber nicht schön. Hat er schlau gespielt, der Juprallo. Schön ist es nicht. So, das war mein brillanter Plan. Jetzt hier schlägt, dass ich jetzt mit der Dame schlagen kann. Und dann mich seine Dame nicht fertig macht wegen der Fesselung. Störung ist wahrscheinlich. Naja, Störung ist vielleicht okay. Sogar. Ein bisschen Glück ist die Störung sogar okay. Oder, Großmeister? Sollte halbwegs okay sein, glaube ich. Drum schlägt jetzt hier weg. Wow, Pre-Move, schön gespielt. Ist die Frage, ob ich darum kämpfen sollte, diesen Bauern zu behalten. Also ich kann F6 spielen. Turm D8, König G7. Kostet ein bisschen Zeit. Aber ist auch ein schöner Bauer. Vielleicht ist er mir das wert, oder? Wir müssen hinterher in meinen Podcast UFO-Studien. Ich muss mal wieder einsteigen. In die verrückte Tietze-Welt. Habe ich eine Task? Was muss ich tun? Ich bin ein paar Folgen zurück. Ging um mich? Dann bin ich am Start. Dann bin ich am Start. Was ist der Auftrag? Jense Benz, danke für den Sub. Mein Bildungsauftrag? Ja. Ich brauche detailliertere Instruktionen. Ja, ich höre es mir natürlich auch an. Die letzte Folge, die aktuelle? Ist zu kompliziert, alles klar. Ich check das aus. So, was muss ich tun? Waffe E6. B6 lacht mir an, ist aber scheiße. Ich lache allerdings häufig dumme Züge. Aber nee, ich sollte ein paar Figuren rausziehen, ne? Don't overthink it. Vielleicht C5 und den Springer ein bisschen zu restricten, wie der Franzose sagt. Ich will nicht, dass der Springer hier hingesprungen kommt. Das schwächt ein bisschen das Feld, aber hier kann ich König E7 spielen, dann Turm D8. Turm dahin. Kann ich H3 spielen? Und wenn ja, bringt mir das irgendwas. Und D8, König E7. Schlägt. Ach komm, wir machen einfach, oder? Was soll passieren? Der Jenser, danke für den Sub. Muss Brumsekloten. Hat hier den Sprecher E4-Trick aus Folge 1 der kleinen Schachschule gelernt. Ist ein sehr nützlicher Trick, gerade am Anfang.
wird man den so ungefähr 100.000 Mal anbringen können. So, H3, hoffentlich schlau von mir. Wenn er hier Schach gibt, dann spielt König E7. Soll der wahrscheinlich hier wegnehmen. Turm schlägt zurück, G schlägt Harloff, Schach H3. Eigentlich ein paar Bauern, die ich da angreifen kann. Wenn er G3 spielt, darauf spekulieren wir. Dann kommt Läufer nach G4. Mit potenziellen Fesselproblemen. Ist auch nicht ganz klar. Weißer Trick, so Turm D6 oder so. Aber ich glaube, das geht gut aus. Der Schach wollte ich hier hin. Remove. Die Wände hier sind sehr dünn. Hier, das gilt wahrscheinlich auch andersrum, ne? An der Wand hinter mir hat jemand angefangen zu labern. Der hört wahrscheinlich auch mein Gelaber die ganze Zeit. Was kommt davon, dass sie hier alles aus Holz bauen? Er ist in Norwegen, Chat. Er ist in Norwegen. Jens, wenn sagt, ist die Tana, dem Turnier noch wandern? Nee. Nach dem Turnier wandere ich nach Hause. Viel Elo versammelt hier im Hotel-Chat. Ich glaube, alle Spieler sind hier. Vishy Arnand. Magnus Carlsen. Dings. Der andere noch. Veselin Topalov. Anish Giri. Ihr Ihmchen. Also alle am Start. Alles, was Rang und Namen hat. Jensen sagt, Stavanger hat auch nur ein gutes Hotel. Das stimmt nicht. Ich war schon in mindestens zwei guten Hotels in Stavanger. Joe the Pro sagt, wer glaubst du, wer die positive Überraschung des Turniers? Ich denke. Denke ich irgendwas? Ne, keine Ahnung, Vishy wäre gut in Form. Wäre es eine Überraschung? Oder F4. Versuche ich irgendwie einen Bauern zu gewinnen, oder? Sind unsere Freunde. Ich muss kurz überlegen. Läufer G2 sieht ein bisschen gekünstelt aus. Auch keine Lust, so lange zu überlegen. Ist so anstrengend. Machen wir einfach, oder? Ja, auf doof. Ja, Läufer F5, Springer D6, der Springer G3, der ist nicht so gut. Ich dachte, ich schlag hier einfach. Oder? Den kann er haben. Und Fesselpech kann ich mit Turm H1 neutralisieren. Sieht gut aus für mich, Joprallo. Jensebens sagt... Geht zum Wandern noch? Jensebens sagt, habe ein Auslandssemester in Bergen gemacht. Ich korrigiere ungern Grammatik, aber ich glaube, es heißt in den Bergen. So, König E6, Springer G7, König F7, Turm D7, König G6, F5. König H6, wie geht das aus? Springer E8. Bisschen kompliziert für meine Begriffe. Also gehe ich gleich zur Seite, oder? Ist, glaube ich, einfacher. Das war Humor, Jensebenz. Ich war schon mal in Bergen. Ich bin ja halber Norweger. Also meine Familie
Ich weiß ja nie genau, welche Nationalität meine Kinder haben. Meine Frau ist Norwegerin, meine Tochter ist ziemlich sicher Norwegerin, mein Sohn weiß ich nicht genau. Also mindestens halb Norwegerin. Ich habe sehr schlecht Norwegisch für einen Halbnorweger. So, nimmt. Oh na, E4, den darf ich nicht wegnehmen. Da hast du mir eine Falle gestellt, ne? Hat er mir eine Falle gestellt. Aber jetzt kann ich hier mit dem König wieder ankommen. Ich komme hier wieder mit dem König. Muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht noch eine eigene Springergabel übersehe. Wenn ich das nicht tue, stehe ich. Zerbsilofa, habe ich einen Nacknuss auf Norwegisch halt. Ne, ich kann ja kein Norwegisch. Daran scheitert's. Und D6, geh mal vor, dachte ich. Okay, ich korrigiere schon sehr gern Grammatik und Rechtschreibung. Joprallo gibt sich geschlagen her. Die Stellung war auch nicht mehr so prall. Aber war spannend. Er will ein Rematch. Ich muss möglichst langweilig spielen. Ich sehe schon, er ist ein aggressiver Typ. Gegen aggressive Typen muss man das Tempo rausnehmen. Seht ihr? Tempo ist draußen. Nicht, dass er jetzt wieder Tempo reinbringt. Ich sag noch, gegen diese aggressiven Leute, wie kann ich möglichst langweilig spielen? Zeig mal. Show me what you got. Reiner Theoriestudium ist der Joprallo-GM. Muss irgendwas machen, was ihn verwehrt. So verwehrt ihn, so spielt er mal Computer. Das ist nicht so Hauptvariante. Hauptvariante ist Läufer B5 Schach. Verwehr dich das, Joprallo? Es ist echt sehr hellhörig hier. Vielleicht ist es nicht nett von mir, die halbe Nacht zu streamen. Ich höre jedes Wort, was da vor der Tür gesagt wird. Ich glaube nicht, dass sie streamen. Die reden mit einem. Unangenehm. Ja, ich sagte euch, Joprallo, hast du nicht einen Schwierigkeitsspieler B5, ne? Kannst den Bauern schlagen. Gönn dir. Kann er schlagen. Kann er schlagen. Mephantasar befindet sich nördlich des Polarkreises. Kein Plan, wo ist der Polarkreis ungefähr? Keinen gesehen. Ich glaube nicht. Ich bin nicht nördlich des Polarkreises. Ich weiß, Jens Evans. Ich war schon mal in Tromsø. Schacholympiade Tromsø 2014. Ich flex mit den drei Orten, in denen ich schon mal in Norwegen war. Joe the Pro sagt, magst du deine Schwiegereltern? Ja, aber ich bin nicht bei meinen Schwiegereltern. Ich bin in Stavanger. Beim Norway Chess Schachturnier. So, hier ist Läufer F4 Hauptzug. Aber wir setzen ja weiter auf Verwirrung. Ach, jetzt auf einmal Atempo. Hast hier kurz das Theoriebuch rausgeholt? Atempo lange, kurze Rochade. So haben wir nicht gewettet. Oh, Moment, Läufer D3 war falsch, ne? Läufer E7 machen wir gleich. Oh no! Och man. Immer verwechsel ich die Theorie, wie die anderen Kinder. Naja, müssen wir durch jetzt. So. Wobei, ich glaube, sowas habe ich auch schon mal gesehen. Ja, ich glaube es nicht.
gesagt haben, B4 kann ich machen, das ist aber nicht aus. Probieren wir es. Als Gleichläufer D2 oder Rochade? Fragen über Fragen. Ich roche hier. Den Bauern zu schlagen sieht jedenfalls riskant aus, gibt mir viel Zeit, meine Figuren rauszuziehen. Nee, ich glaube nicht, dass hier im Nachbarzimmer Schachspieler sind. Oder ich weiß nicht. Aber es klang nicht so. Es ist ein großes Hotel. C6, jetzt soll ich zurück, oder? Ich habe haufenweise Anzüge. Kugelschreiber nicht. Aber ich habe sehr viele Anzüge, aber ich weiß gar nicht, ob ich hinterher Anzug tragen muss. Ich glaube, ich hab ja sehr viele Anzüge, die ich eigentlich nur beim seriösen Kommentieren anziehen. Ich habe 5 Anzüge mit. Turm D8, das ist der Plan. Läufer B5, Turm D2. Also sieht sonst ein bisschen nach falsche Richtung aus, Turm D8. Also wenn ich nicht darauf reinfall, soll den engen Turm in die Mitte stellen. Ich weiß nicht, welchen Turm. Goodies World, einen wunderschönen guten Abend, ich grüße euch. Ich sitze hier in Norwegen, in Stavanger, in einem Hotelzimmer. Ich bin bei Norway Chess, wo ich auf Englisch kommentiere die Tage. Und teste, ob es möglich ist, hier mit Hotel Wi-Fi und mit meinem schicken Headset einigermaßen vernünftig zu streamen. Aber es scheint halbwegs zu gehen für unsere Verhältnisse. Doppelraid hier, Matrix, danke auch dir für den Raid, herzlich willkommen, liebe Matrixe und Gunnibären. Wir hängen hier in unserem hellhörigen Hotelzimmer in Norwegen. Ich glaube, ich muss gleich aufhören zu streamen, wahrscheinlich darf ich mich nur tagsüber trauen zu streamen. Weil ich echt bei den Nachbarn jedes Wort hören konnte, eben als sie geredet haben, obwohl ich Kopfhörer auf habe. Ich befürchte, dass ich die ein bisschen akustisch belästige. Aber grüße euch trotzdem. Schön, dass ihr da seid. Matrix Gang, was geht bei euch? Matrix, bist du reiner Schachstreamer, Schachstreamerin, Variety-Streamer? Kennen wir uns? Was verschafft mir die Ehre? Gunni weiß ich. Gunni ist ja hauptsächlich natürlich Fortnite-Spieler. Aber ab und zu wird da auch Schach gespielt. Multiverse Production sagt, haben ein Interview gesehen von 2009, dass du gesagt hast, du ziehst nie denselben Anzug an, wenn du da mal vorne bist. Selten so geschmunzelt. Also, das ist der. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Ich hatte immer diesen Schuhe-Tick, dass ich nur mit weißen Schuhen spiele und mit schwarzen Schuhen. Und wenn ich verliere, wusste ich nicht mehr weiter. Das Anzug-Ding weiß ich gar nicht. So, nehme ich den jetzt weg. Bau nach C4, bau nach B4, bringt nicht so viel, dachte ich. Dann nehme ich weg, oder? Läufer E6. Jetzt muss ich irgendwie hier rumstressen. Kann ich irgendwie rumstressen? Ich kann ihn langsam zumachen wie A4. Bisschen stabilisieren. Ich weiß nicht, ob irgendwas Direktes mir was bringt. Läufer G5, schlägt A2. Das bringt nicht so viel. Dann ziehen wir uns erstmal den Stabilisierungsschuh an hier. James fragt, ob nach F5 Läufer G5 gut war. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich dachte nicht.
Weser Fetzer kennt Gunni nur mit Schacht. Du musst mal reingucken. Bei Gunni Fortnite, also wird meistens gespielt. Gunni ist sehr stark. Also, ich weiß nicht ganz genau, wie Fortnite funktioniert. Aber ich glaube, meistens knallt er die anderen 100 Mitspieler ab. So, H6. Rudi, danke für den Sub. Was können wir tun? Hier schlagen ist zu wenig. C4 könnte ich spielen, gibt aber das Feld her. Das will ich eigentlich nicht. F4, E4. Läufer C4 liegt irgendwie in der Luft, fühlt sich aber auch ein bisschen läschern unter. Ich kann ja einen allgemeinen Platz noch machen, so H3 oder sowas. Turm B1 überlege ich. Dann vielleicht Läufer C4 zu haben. Ich mach mal so. Stranger Things habe ich nur die erste Staffel gesehen. Also war ich nie so drin in der Thematik. So, der Läufer steht ein bisschen schwach da, den aktivieren wir. Aiero sagt Twitch Prime subt rein. Dankeschön, Aiero. Das wissen, glaube ich, viele nicht. Wenn man Amazon Prime hat, kann man es mit seinem Twitch verknüpfen. Und dann hier mehr kostenfrei reinsammeln. So macht das mal. Jo, ich bin im Hotelzimmer. Mach mir aber ein bisschen Sorgen, ob es gleich Ärger gibt mit den Nachbarn. Da tut es, es gibt nur zwei Staffeln von Stranger Things. Das stimmt nicht, oder? War gerade die vierte Staffel draußen, oder? Bin ich da missinformiert. Springer A5. Jetzt müssen wir hier ein bisschen Stress machen. Läufer D4 vielleicht. Da geht dann Läufer B3. Ach, na, jetzt müssen wir rechnen. B3, Turm schlägt, Springer schlägt. Ah, es wird schon alles gehen. Obwohl, Läufer C4 Schach. C7, Läufer E2. D8, B5, Wetter, meine mehr Figuren, mir fehlt gleich viele. Ne? Läufer F4 kann ich auch machen mit derselben Idee. Turm D1, Turm D1, das ist vielleicht besser. Wäre noch ein bisschen lame. Hä? Ach nee, ich denke einfach nicht nach. Oder ich denke nach, aber es bringt nichts, noch schlimmer. Jetzt kommt natürlich wieder Turm D1 und Läufer B3. Derselbe Trick, ey, wie blöd kann man sein? Besser auch Läufer D4 und nicht Läufer F4. Mann! Oh. Wie dumm, ey. Ja, Turm D1 und Läufer B3 ist ein ernstes Problem. Eieiei, ich muss aufhören, um alles einzustellen. Und D7 dann. Vielleicht Läufer B3. Ja, ich habe Turm D7, was ich aber nicht gesehen habe. Können wir nicht rausreden. Ja, ich hatte das Gefühl, es gäbe was in der Schlange. Ich habe nichts gesehen. Ich dachte, jetzt, das habe ich mir erschrocken. Schlägt, schlägt. Und Läufer nach B3. Dann würde der Läufer nicht mehr hängen. Und mein Läufer würde hängen. Aber ich kann dann Turm D7 spielen. Gerade noch so. Leppe geht weiter. Lauf steht E5, Lauf steht D1, das Problem. Da haben wir zwei Schacht, da haben wir F7. Spreit C4 kann machen. Ich dachte, das ist ein bisschen besser. Ich muss jetzt ja die Zugreihenfolge überlegen. Schauen wir das hier wegnehmen. Welt, aber ein bisschen besser soll es sein. So, Läufer schlägt. Die Welt ist es nicht. Der Läufer B3 spielt auf schlauer Fuchsbasis und Läufer E2. Sprich, Läufer D4 verhindert, dass er die Türme tauschen kann, weil ohne die Türme die Chance ziemlich revive. Aber mit Türmen hat man meistens ganz gute Chancen und sowas.
Das ist einfach Fade 2, vielleicht ein bisschen vorschnell. Jetzt muss er leiden. A6 sieht richtig aus. F3 wäre normal. Mich nervt nur ein bisschen, dass dann Turm E8 kommen könnte. Turm E2. Kann ich das ein wenig klüger lösen? H4 nur so auf doof, um vielleicht diesen Bauern mal zu fixieren mit H5. Weiß noch nicht genau, ob ich das will. Das könnte eine Idee sein. Und damit das hier ein potenzielles Angriffsziel ist. Problem ist, der ist auch ein potenzielles Angriffsziel. Aber wird, glaube ich, schwerer anzugreifen. So, jetzt wieder die Frage, will ich F2 spielen? Oder stört mich dann F4? Ich glaube, ich provoziere F4. Könnte auch ein potenzielles Angriffsziel sein. F4, Turm B4 oder so. Schach, gehen wir zurück. Und pirschen uns dann alle Bauern. G6 kann er machen, aber führt natürlich zu gewissen Schwächungen. Später ist am schlausten. König G3 sieht normal aus. Ich weiß nicht, ob ein König G5 für mich nervt, weil ich nicht selber F4 spielen will. Turm H1 ist auch ein Zug. Ja, ich mach mal so und guck, was passiert. Bisschen komisch jetzt noch, zugegebenermaßen. Das ist Schach. Muss ich weg. Ist kein Schach, ist also nicht weg. Ist mit gewissen Verrenkungen verbunden, was ich hier mache. Aber nützt ja nichts. Auf F1 will er spielen, dann auf F2. Hoffentlich passiert nichts Schlimmes. Das sieht ein bisschen clumsy aus, muss ich sagen. Ich gehe von. Ein bisschen selber verknotet. Ja, doch nicht. Gut. Turm C2 ist auch legitim. Ja, hat er gut verteidigt. Aber ich glaube immer noch, dass ich ein bisschen Druck machen kann. Ich weiß nur nicht wie. Auf D4, dann kommen wir auf F1. Naja, hat er gut gespielt. Muss ich Jopralo spielen. Ja, das ist leider wirklich sehr wenig, aber ich sehe nichts anderes. Das sieht ein bisschen passiv aus. Das ist Turm C6. Okay. Ich erst Schach gebe und dann Läufer wird C. So. So. Also einfach, dass er nach Turm C6, dass ich jetzt den Bauern schlagen kann. Viel tiefere Gedanken eigentlich. C5 kann ich auch den Bauern schlagen, oder?
40C. Ich überlege, ob da für C7 schlau ist oder ob dann F4 Remis macht. Wahrscheinlich Remis, ne? Kann ich G4 schlägt. Oh, ich habe auch nicht mehr viel Zeit. Das ist natürlich schade. Naja, da muss ich schon Figuren nach vorne ziehen und auf das Beste hoffen. Sieht auch mattig aus hier. Ist nicht matt. Wahrscheinlich ist nicht matt. Oh, der Turm hängt! No! Oh no, my rook! Ah, ich bin auch viel zu langsam, macht keinen Sinn. Ja, den Turm hätte ich schlagen lassen sollen. Schon gesehen. Och, nee, wie dumm, ey. Naja, komm. Spiel noch 2 gegen Joprallo, da muss ich gleich hier aufhören, die Nachbarn voll zu quatschen. Aber jetzt, wo wir hier Proof of Concept haben, weiß ich ja, dass ich so halbwegs von hier streamen kann. Das heißt, wir können was tun die Tage. So, das hier ist so ein Schwert. Hier kommt ich spiele 6. Ich zähle erstmal alle Figuren zurück. Ich versuche mich hier einzuigeln. Echt der teuflischste aller Pläne. Ich glaube, Objektiv ist schlecht, wenn Weiß nicht rochiert, sondern früher irgendwas Aggressives macht. Aber relativ leicht zu spielen. Der Hauptplan von diesen Igel-Aufbauten ist immer auf Zeit zu gewinnen. Weiß überlegt die ganze Zeit an irgendeinen Plan. Schwarz mal einfach 100. Standardzüge und dann irgendwann mal auf Zeit gehen. Das ist der Plan. So. Überlegt auch schon fleißig. Ich kann auch nicht rochieren, weil dann der Bau hier hinten hängt. Ich könnte einmal H6 spielen, um das vorzubereiten. Oder hier alles tauschen. Aber das will ich eigentlich nicht. So aggressiv. Willst du mich matt setzen, Joprallo? Habe ich davor Angst? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich sollte das Feuer auf mich lenken. Show me the money. Ach, du willst mich gar nicht matt setzen, ne? Du willst mal hier tauschen. Ich dachte, du willst mich matt setzen. Jetzt bin ich traurig.
wollte mich gar nicht mehr setzen. Ich hätte gehofft, er opfert mir was. So, und nu? Tja, wahrscheinlich wegnehmen und rochieren und weiter geht's, ne? Naja, Schwarz steht schon sehr solide hier. Zwei Schranken zu gewinnen ist nicht so leicht, aber wenn man Glück hat, kann man immer mit B5 oder D5 mal den hier ein bisschen aufweichen. Ein bisschen Druck machen. Aber wie gesagt, der Hauptplan ist, auf Zeit zu gewinnen. So, Chat. Meint ihr, unten ist noch was los? Soll ich mich gleich hier ins wilde Schachpartyleben stürzen? Ich vermute, es wird nicht mehr so viel los. Guck mal, hier ist noch irgendeine andere große Gruppe aus den Schachspielern. Keine Ahnung, welche Schilder. Ein Geologenkongress oder ich weiß nicht, ein Kongress. Da ist einiges. Habe ich einen Raid verpasst, Basti? Vorhin während meiner Turmeinsteller. Ich kann hier nicht hochscrollen in meinem Hightech-Setup. Ah, doch, vielleicht. Kann ich 50 scrollen. Ist der Green Semi? Dankeschön! Herzlich willkommen. Ihr seid auch Schachspieler? Dankeschön. Sorry, wenn ich nicht gesehen habe. Ich war bisher auf Tilt, während ich hier mir meinen Turm schlagen ließ. Was aber auch sehr traurig war. Also für mich. So, was will Francesco? Er will Dame G4. Markus Basen sagt, wir sind auch Schachspieler. Naja, Markus Basen, du bist Pferdspieler. Sir Green ist ein Rapper. Das kann natürlich sehr gut sein. So, wie reagiere ich hier am schlausten? Ich kann auch Turm C5 spielen und hier rüber. Aber ich glaube, ich sollte Francesco provozieren, mich anzugreifen. Das Problem ist, wenn es klappt, bin ich wieder mit der Gesamtsituation zufrieden. Aber ich muss ja irgendwie Gewinnchancen generieren. Ich glaube, das ist besser, wenn ich hier eben provoziere. Also Dame G4, Läufer F8, Läufer F6. Ganz viele aggressive Züge zu machen. Mikkel, danke für den Sub. Von der E4. Diese Politik. Erstmal aus dem Weg hier. Gucken wir sofort. Tja, was soll ich die Tage machen in Norwegen? Ich bin da mal in einem Hotel mit all den ganz Großen. Ich will nicht zu sehr auf Stalker machen. Also ich werde nicht viel Fotos machen oder so. Weil ich es immer unangenehm finde. Und damit beweist man ja auch. Nicht, dass sie das nicht wüssten. Aber ich will immer nicht, dass die Leute sich beobachtet fühlen. Oder irgendwie, oh je, der könnte wieder Fotos machen oder mich vollquatschen. Also ich muss andere Wege
finden, von hier aus zum großen Influencer zu erwachsen. Vielleicht filme ich aber alle. Mit. Und sagt er, hey, sorry, ich mache hier Behind-the-Scenes-Report. Laurent und Peter Heine vor den Streamzahlen. Laurent ist nicht hier. Peter Heine ist hier. Aber Peter Heine ist natürlich beschäftigt mit seiner Politikkarriere. So, Joprallo greift mich hier an, wie wir es geplant hatten. Muss ich nur den Angriff irgendwie parieren. Na komm, Joprallo. Gönn dir. Also er will Turm G3 und dann auf G7 schlagen. Aber so weit wird es nicht kommen. Wir nehmen morgen Podcast auf. Wir werden Peter Heine natürlich sehr quälen hier mit seinen, mit Fragen zu seiner Vize-Präsidentschaft und seinen Chancen. Na gut, willst du mich doch nicht matt setzen. Ich hoffe immer, dass er mich matt setzen will, aber dann will er gar nicht. Wie will mich einer matt setzen? Aber Peter Heine ja unterstützt nur den anderen Kandidaten. Also er will nur Deputy sein. Gehen wir mal auf die C-Linie, oder? Vielleicht mache ich das sonst. Jensebern sagt, Peters Twitter-Account ist auch sehr interessant. Ich lese den selten, aber er weiß, dass es nicht böse gemeint ist. Er sagt, alle Leute, die ihn mögen, lesen seinen Twitter-Account selten. Wo muss der Turm hin? C8, A8. Ist ja wieder sehr ausgeglichen, die Stellung. Nicht klar, wie ich hier irgendwie Stress mache. Ey, Turm 8 war legal, das weiß ich genau. Ja, es wird nicht leicht, das hier zu verkomplizieren. Der Läufer ist schon sehr stabil. Als A3 spielt. Nicht einfach. Ey, Turm 8 war legal. Was soll ich sagen? Ich stehe halt nicht besser. Ich will trotzdem irgendwie gewinnen. Ist das denn zu viel verlangt? Vielleicht ist es zu viel verlangt. Ich habe keine Lust, Remis zu machen gegen Joprallo. Ich ziehe einfach weiter hin und her, bis mir irgendwas einfällt. Moin, Timber 234. Ey, machst du auch die Hin- und Herzi-Taktik? Nicht besonders fair. Ich mache das doch nur, um auf Zeit zu gewinnen. Ach. Jetzt wieder irgendwo hinziehen. Ist nicht leicht, immer so ein Feld zu finden. Na gut, ich gehe wieder zu. War nur Spaß. Ja, ja, ja. Eurik Schaf, tut mir leid, weil ich nicht so gut angezogen bin. Ich hatte hier vorhin Anzug an und so weiter. Und war zu faul, mich ganz umzuziehen. Ich habe nur die Jacke angezogen.
B4. Jesper Laser, more drip than most chess players. Ja? Fällst du Schachspieler nicht so stylisch? Guckst dir trotzdem Schachstream an. In der Sprache, die du nicht kannst. Was ist da los? So. Ich weiß gar nicht, warum ich Schachspieler verteidige. Ich bin ein self-hating Chessplayer. Ich geh mal wieder hier rüber. Wir müssen Lachs als Sponsor kriegen. So sieht's aus. Heißt die Marke eigentlich Lachs? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, wie der Hescher heißt. So, habe ich mir was dabei gedacht? Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn wir ehrlich sind. Kann ich erst einen Schach geben? Bringt das irgendwas? Er will alles tauschen, ne? Also was er will, wissen wir. Aber wie können wir ihn von seinen Plänen abhalten? Tut C1, bringt nichts. Spielst du es aber auch safe, ne? Jopralo. E2 macht er damit D2. Tun C2, wie geht das aus? Dann B8, K7, dann B5. Drohe ich auch nicht genug, ne? Wenn wir ehrlich sind. Seid doch mal ehrlich. Jetzt so fühlt sich falsch an. Fällt nichts anderes ein. Tja, die Stellung ist halt nicht gewonnen. Ne? Es ist schwer, eine nicht gewonnene Stellung ohne Hilfe in eine gewonnene Stellung zu verwandeln. Aber ich tue, was ich kann. Ja, wir haben inzwischen alle mitgekriegt, dass du gerne Damen tauschen würdest. Das musst du echt nicht jeden Zug anzeigen. Es ist halt alles Seremie, leider. Es ist leider alles Seremie. Schön gesehen. Er triggert mich ein bisschen. Er macht nichts Unerlaubtes, aber tilten darf ich trotzdem, deshalb würde ich sagen. Das ist nur fair. Na, ich soll einfach schnell irgendwas ziehen. Das ist doch die bewährte Taktik für solche Situationen. Nico, ich spiele auch ganz passiv. Mach ein bisschen Druck, Joprallo. Du kannst es schaffen. Damit easy. Als Druck definieren. Na, no, immerhin. Vielleicht Turm D7. Komm. Rinder. Rinderwahnsinn. Nee. Spielst du doch ein bisschen safer. Da war der Turmtausch. Ach man, also er spielt ja vernünftig, aber es ist ein bisschen... Naja, ich habe sowas häufig genug selber gemacht. Ich sollte nicht zu sehr haten. Na, ein bisschen boring ist es schon. Oh, F4 war schlecht. Nein! Wenn ich dann auch jedes Mal überziehe und auch selber mir Stress mache. Ey. Tsch, tsch, tsch. Naja. Fünf.
Er tiltet mich. Er spielt auf Gewinn, du stehst auf Gewinn. Mach doch was Aktives. Ein Tausch zu viel. Junge, Entschuldigung für das Rauschen, ich gebe mir alle Mühe. Aber ich werde mich jetzt auf die Suche nach der Fehlerquelle begeben. Vielleicht mein zweiter Laptop, vielleicht mein erster Laptop. Vielleicht mein dritter Laptop. Aber es tut mir leid, dass der Ton nicht in der gewohnten Qualität ist. Unterwegs. Okay, ich habe gesagt, jetzt zwei spielen wir noch. Oder? Ja. Dann lasse ich die Nachbarn in Frieden. Ist ja irgendwo ein Chat. Ich habe das leider so zugeschnibbelt, dass wir keinen Chat haben. Sorry, ich muss hier einmal das Bild springen. Ist auch nichts. Junge, letzte Partie. Ich kann es dir leider nicht schriftlich zukommen lassen. Ich hoffe, das ist okay für dich. Nein, nicht Jopralo heißt er, nicht Junge. Junge. Ich hoffe, es ist für dich auch okay. Guten Morgen. Kann mich ein Schachcomputer noch beschäftigen? Ne, Schachcomputer sind Menschen haushoch überlegen. Deshalb stimmen wir nicht mit Schachcomputern. Also einen alten Mephisto würde ich wahrscheinlich schlagen. Aber die modernen Schach-Engines geben mir aber keine Chance. Und hier spielt man Springer F3 oder Läufer B5? Wahrscheinlich Springer F3, ne? Läufer B4, Läufer D2. Behaupten wir, dass der Einschub gut ist für Weiß? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Läufer B5 macht auch Sinn. Vielleicht ist Läufer B5 kritisch. So, und du? Läufer B5 irgendwie wieder an. Keine Ahnung, wie gesagt. Hallo, denkt wieder nach. Zentralisiere mich ein bisschen. Waffe D7 sieht schon normal aus. E7 ist ein bisschen zu deep, finde ich. Was will er? B6 spielen, ne? Dagegen irgendwas tun. A6, ne, das sieht falsch aus. Falsch ist ein großes Wort. Das sollte mir mehr Chancen geben, hoffentlich. Na, jetzt, wenn er B5 spielt, kann er eh nicht gut Läufer B7 spielen, weil ein A4 ein bisschen nervt. Ist nicht so klar, wo seine Figuren hinwollen. Oder mir irgendwas nicht. Sie müssen aufpassen, manchmal reagiert die Maus nicht so wenig. Ne? Maus, was ist los mit dem? Ist meine Reisemaus. Die rauschen ein bisschen. So, noch kein Desaster für Schwarz, ein bisschen Druck mache ich.
Was wir also probiert, Sprenger C6 vielleicht. Interessante Option. D5 vielleicht. E5 vielleicht. Dame irgendwo hin vielleicht. So viel möglich. Ich versuche gerade nachzudenken über meine vielen interessanten Optionen. Ah, ist anstrengend. Ich kriege Kopfschmerzen. Kamilo Zucchini sagt, klasse Kommentierung, Leute. Dankeschön. Ja, am Anfang war ein bisschen Eingewöhnungszeit, weil ich mit Jovanka noch nie was gemacht habe. So, wer wann labert und so. Aber am Ende war es, glaube ich, ganz okay. Ich denke, wir werden gut klarkommen. Mir gefällt, ja, das ist vielleicht auch wieder Eitelkeit von mir, nie im Studio, da kommt die Kamera so von ganz oben. Das sieht immer so aus, als würde man nach unten gucken, was ja eh immer ein Problem ist, was ich habe, wenn ich irgendwie auf so Bildschirme gucke. Da muss ich mal gucken, ob wir es noch ein bisschen hinkriegen können. Ganz am Anfang gab es, glaube ich, auch ein bisschen Tonpech. Aber ich denke, das werden die alles in den Griff kriegen. Und ab morgen sind ja die langen Runden, um ein bisschen mehr Zeit zu labern. Wir schauen. Chakanisa, was war das für eine Öffnung? Halbs, nee, Semitarasch nennt sie das. Ja, Spreze 6 macht er. Was auch sonst. So, gefällt mir an eine der vielen interessanten Möglichkeiten, die ich aufgelistet hatte. D5 schlägt, fühlt sich falsch an. Dann zieht er sich wieder seine Tauschhose an mit Springer E7 oder so. Oder geht's da? Geht das einfach weiter? D6. Fühlt sich noch zu wenig an. Schlägt, Springer A5. AB. Ich kann es probieren. Ich weiß nicht. Es fühlt sich falsch an, aber mir fällt auch nichts Besseres ein. Es fühlt sich echt falsch an. D6. C8. D7. Sorry, ich sage irgendwelche Züge einfach. Der Trick ist, dass er nicht zweimal schlagen kann. Läufer schlägt H7 Schach. Aber viel tiefere Gedanken habe ich mir ehrlich gesagt nicht gemacht. Soll ich jetzt zum Beispiel hier schlagen? Oder kommt dann D schlägt E? Ne, dann BC. Macht das Sinn, das einzuschieben? Vielleicht kann es nicht schaden. Öffne dem Turm die A-Linie. Ich glaube, wichtiger ist, dass ich später hier das Tempo vielleicht habe. Ich weiß es nicht. Nee, ich spreche kein Norwegisch. Ein paar Brocken. So, jetzt Turm B5, Läufer D5, bringt nichts, ne? Dann feiert die Prallung. Also sollte ich D6 probieren, um die Lage ein bisschen zu verwehren. G6. Jetzt haben wir ja Möglichkeiten. Jetzt wir wieder nimmt HG oder FG, beides Vor- und Nachteile. Na, da sollte ich ein bisschen Druck machen können. Den Springer E5 normal aus. Fetch in die Mitte. Jetzt habe ich gleich ein bisschen Druck. D-Bauer ist recht mächtig in solchen Stellen. Gibt es klassische Partien wie Spassky gegen Petrosian. Schon auch viele andere Partien. Aber wenn das später irgendjemand macht, interessiert es keinen mehr. Da wird auf die klassische Partie Spassky gegen Petrosian verwiesen. Spassky, der Bauern hier durchgepeitscht hat.
Sehr freundliche Kiwis. Hast du Magna schon mal live gesehen? Ja, habe ich schon. Gegen ihn gespielt, immer nur unter falschen Namen. Ja, ich habe ihn heute Abend beim Essen gesehen. Ja, die ganzen Stars sind im Hotel hier, wo ich auch rumhänge. So, D7. Oder etwas Schlaues. Sophie89 sagt, lieber Gruß von Ede, Dankeschön, lieben Gruß zurück. Magnus muss auch Nahrung zu sich nehmen, das wissen die wenigsten. Also Peter Heine muss natürlich alles vorkosten, was er isst. Das ist klar, das ist auch ein bisschen Teil des Trainerjobs. Aber danach, also er wartet dann 5 Minuten, guckt, wie es Peter Heine geht. Danach haut er das weg. F6. So ein bisschen Overreaction jetzt von dir, Jopralo. Das ist, da überreagierst du etwas. Hey, Eddie, grüße euch. Vielen Dank für den Raid. Was macht das Eldenringen? Wir spielen ein bisschen Schach. Ich bin in Norwegen. Ich bin in wunderschönen Stavanger. Irgendwo in Norwegen, keine Ahnung wo. Aber gefühlt nicht so weit. Bin nach Oslo geflogen, dann umgestiegen. Und es war nicht so weit, der Flug. Also kann ich nicht so weit weg sein. In einem Hotelzimmer. Hab leider sehr hellhörige Wände. Und die Nachbarn haben eben gequatscht. Ich konnte jedes Wort hören, obwohl ich Kopfhörer auf habe. Das macht mir ein bisschen Angst. So, kann ich den Bauern wegnehmen? Ja, oder? Ja, die Zuschauer, was meint ihr? Können wir den Bauern schlagen? Eins für Bauern schlagen. Zwei für den Bauern schlagen. Beide sehr verlockend. Ah, 4-2 im Chat. Ich glaube, ihr habt nicht recht, leider. Wenn ich den Schlag, kommt Turm F7. Dann ist der hier angegriffen. Den würde ich schon gern behalten. Ich glaube, ich nehme den hier. Wenn es okay für euch ist. Der Läufer angegriffen. Zack. Dark Project fragt, haben die Topspieler auch sowas wie Ernährungspläne? Ja, also Magnus Carlsen hat den Plan. Ich weiß nicht, ich wollte irgendeine Bullshit-Antwort geben. Ich bin zu müde, mir Schwachsinn auszudenken. Mal so, ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, ob sie gerade irgendwelche konkreten Ziele oder Turniere oder so vor Augen haben oder ob sie einfach ganz normal vor sich hingammeln. Ich glaube, es wechselt sehr stark. Aber gerade so vor Weltmeisterschaften gibt es natürlich Pläne irgendwie. Wie fit er da sein will und was er wiegen will und was er dafür essen muss. Also nichts sehr Striktes. Aber da gibt es schon Ernährungspläne. Und Magnus, wenn Weltmeisterschaften in exotischen Ländern sind, dann nimmt er gleich auch seinen eigenen Koch mit. Oder auch wenn sie nicht exotischen Länder sind, der aber dafür sorgt, dass er sich da irgendwie keinen Kopf machen muss. Also gibt es schon, aber jetzt nicht ultra strikt. So, was soll ich machen? Ich mach mal hier im Ohr hin mit der Dame. War das Sinn? Dann B4. Sieht ganz schlau aus, finde ich. Ich weiß nicht, ob es auch so schlau ist, leider. Die Stellung ist gut für mich. Ich muss nur irgendwie jetzt zwei vernünftige Züge finden, um hier zu vollstrecken gehen. Joprano. Dann B4, Dame nach A8. Was kann ich dann tun? So viele Möglichkeiten. Kann ich auf jeden Fall nerven. Dame B3 Schach. Ja, da wird irgendwas gehen, oder? Da muss doch irgendwas gehen.
Ich muss ein bisschen aufpassen hier, dass ich nicht irgendwie in Grundlinienpech reinlaufe. So, darf ich mit dem Turm hier nicht zu große Sprünge machen. Aber sonst sieht die Stadt schon sehr verdächtig aus und Bauer auf der 7. Reihe schon recht mächtig. Um C8, naja, dann wäre halt hier Grundlinienpech, wisst ihr, Chat? Da muss man immer drauf achten. Muss man immer drauf achten. Deshalb darf der Turm nicht so weit weg. Läufer F5. Ich habe mit Sicherheit irgendeinen Trick. Die Frage ist, ob ich ihn sehe. Die Stellung schreit irgendeinen Trick. Halt die Fresse, ich muss nachdenken. Hör auf, irgendeinen Trick zu schreien. Aber hier. Ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht. Naja, erstmal Schach. Oh nein! Hey. Warum bin ich so blöd? Warum? Okay, zusammenreißen. Hey. Aber es droht schon wieder. Monkey Tilt. Geht noch irgendwas? Dame C7. Fe. Hey, wie blöd kann man sein? Das war ohne Spaß. Er hat zwei legale Züge. Ich übersehe einfach einen. Nervig. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass es einen Trick geht. Aber wahrscheinlich werde ich auch den wieder nicht sehen. Dame D5. Schlägt auf C4, Spitze 6. Ja, ich muss jetzt versuchen zu verwehren hier. Sollte auch nicht ewig nachdenken. Eieiei. Es ist so schlecht. Was überlegst du denn jetzt? Stang war so gut, dass ich alles einstellen konnte und trotzdem hier noch am Start bin. Aber ich übersehe ein bisschen viele nicht so komplizierte Sachen. So, Turm C7, was passiert dann? Ah, kein Plan, keine Zeit mehr, ein bisschen Gas geben. Mit G5 kann ich versuchen, habe ich Dame E6. Zur Not Dauerschach, was ich natürlich nicht will. Aber vielleicht damit Figur weniger nicht zu wählerisch sein. Ich würde vermuten, er macht Dame G5, also sein Style. Schach, ich den Baum wegnehmen. Repariere ich das, oder? Aber lieber viel Zeit. Jetzt drohe ich unauffällig D8 Dame und hier Matt. Ich weiß nicht, wie unauffällig es ist, aber es droht. Ich habe es so angesagt. Ich hätte auch damals schlicht G7 spielen können. Das wäre vielleicht flashier gewesen, aber so ist besser. So, Joprallo. Vielen Dank für die Partie. Also, tja, ich bin in diesem wunderschönen Hotelzimmer in Norwegen. Was verwirrend ist, ich habe es vorhin schon berichtet, ich habe da ein Ersatzbett. Warte, ich weiß nicht, welches Bett ihr sehen könnt. Das da hinten war mein Hauptbett.
Und hier steht ein Ersatzbett. Ist das so norwegischer Style, dass man ein Ersatz-Einzelbett im Zimmer hat? Ich weiß nicht genau warum. Für Dates. Dates lässt man dann auf dem Einzelersatzbett schlafen. Ich weiß es nicht. Wie dem auch sei. Sonst ist es wunderschön hier. Ist relativ kalt. Das Fenster lässt sich nicht öffnen. Essen ist sehr teuer. Also, Norwegen ist eine Reise wert. Ich bin ja am Kommentieren beim Norway Chess Schachturnier mit Magnus Carlsen und den Größen der Zunft jeden Tag. Um 17 Uhr geht's los. Ich muss auch rausfinden, was ich so von... Ja, wann stehe ich auf? Frühstück ist nur bis 9.30 Uhr. Haben wir ja schon häufig gehabt, das Thema. Frühstück 6 bis 9.30 Uhr. Warum? Nah am Menschen geblieben einfach. Wer will nicht um 6 Uhr morgens frühstücken? Also ich muss irgendwie um 9.30 Uhr zum Frühstück schaffen. Und ich muss gucken, wie ich dann die Zeit von 9.30 Uhr bis 16 Uhr so frei zum Spiellokal, sagt man, schaffen wir mal, rumkriege. Vielleicht arbeiten, aber das will ja auch keiner. Ich bin in Stavanger. Frühstück, Bunker und zurück ins Bett. Ja, ist eine Option. Gestern habe ich vollen Nutzen gemacht von dem 6 Uhr morgens Frühstück. Hab von, ich glaube, 3 bis 5.30 Uhr Basketball geguckt. Und dann zack, 6 Uhr morgens war ich am Start zum Frühstück. Also vielleicht dachten die einfach, es für Basketball gucken. Ich habe noch nicht recherchiert, ob es Mittagessen gibt. Ich vermute ab morgen. Heute war ja erst das Blitzturnier. Das werde ich checken. Aber Frühstück war sehr gut. Also Frühstück ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Deshalb müssen wir jetzt auch Schluss machen, auch weil es 1 Uhr morgens ist und weil die Wände hier echt sehr, sehr hellhörig sind. Und ich ein bisschen Angst habe, dass es den lieben Nachbarn gegenüber nicht nett ist, wenn ich zu lange streame. Daher machen wir Schluss für heute. Vielen Dank für die vielen Raids, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ist Ton wirklich besser in dieser Szene? Da muss ich mal überprüfen, was hier anders ist. Ne, ich glaube nicht, weil die Kamera bewegt wurde. Vielleicht sind hier irgendwelche anderen Filter drin. Also ich habe das Headset-Ding kopiert. Na, ich gucke mir das an. Bis zum nächsten Mal kriegen wir es hin.